Hallo, ihr Justins Wetter zur abendlichen Wettervorsage. Ich mache am Abend noch ein kurzes Update, denn es gibt dann doch Schneefall jetzt am Wochenende. Vor allem am Sonntag müssen wir dann doch bis etwas weiter runter doch mit dem einen oder anderen Schneefall rechnen. Vor allem so ab 200, 300 Meter müssen wir, wie gesagt, mit Schnee rechnen. Schauen wir als allererstes mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und da sehen wir dann, wie dann aus Nord-Nordost relativ kühle Luft zu uns nach Deutschland strömt am 21.04. Das wäre jetzt für Sonntag und der Atlantik wäre dann doch weitestgehend geblockt. Die milde Luft würde erstmal nicht zu uns gelangen, aber die kühle Luft würde dann jetzt voll durchbrechen bei uns in Deutschland. Schauen wir uns die Temperaturen in 1500 Metern Höhe jetzt nochmal in Deutschland, in der Deutschlandansicht an. Und da sehen wir dann doch vor allem hier Richtung Nordosten teilweise minus 9, minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe werden hier berechnet. Und generell in der Nordhälfte sehen wir dann doch, ja, minus 4 bis minus 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Je weiter man nach Süden vorankommen würde, desto wärmer würde es doch werden. Schauen wir dann jetzt auf das Wetter nach drei Modellen. Fangen wir mit dem Eigenmodell an und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut dieses Tief, das dann über Nordbaden-Württemberg liegen würde. Vielleicht auch noch leicht über Hessen. Und mit diesem Tief kämen dann doch kräftige Niederschläge auf, teilweise sogar als Schnee. Wie gesagt, bis zu 200, 300 Meter runter könnte es dann noch Schnee geben, aber auch etwas weiter drunter kann eine weiße Überraschung nicht ausgeschlossen werden. Und schauen wir uns das Ganze in einem EZMWF-Modell an. Auch hier dieses Tief, das etwas weiter Richtung Osten oder Südosten mit teilweise einem kräftigen Schneefallgebiet ab so 200, 300 Meter, das dann doch einiges an Schnee bringen könnte. Und auch im Süden gäbe es dann doch hier Richtung, Richtung Schwarzwald oder Alp gäbe es dann doch teilweise auch mal etwas kräftigere Schneefälle. Schauen wir dann auf das GFS-Modell und auch das GFS-Modell berechnet dann hier dieses Tief, das dann etwas weiter wieder im Westen, hier dann so über, ja, Rheinland-Pfalz und Hessen mit teilweise kräftigen Schneefällen hier im Schwarzwald, teilweise in der Eifel, im Sauerland und auf der Alp müssten wir dann mit doch teilweise etwas kräftigeren Schneefällen auch hier bis zu 1, 2, 300 Meter runter wohl rechnen. Also es kann doch ziemlich weit runter auch mal eine weiße Überraschung geben. Schauen wir dann auf die, ja, Schneemengen, die bis zum 22.04. fallen würden. Hier nach dem Eigenmodell in den Alpen natürlich sehr, sehr viel Schnee, aber auch hier im Schwarzwald, im Bayerischen Wald und im Erzgebirge sowie Eifel und des Sauerlands und auf dem Brocken gäbe es dann doch einiges an Schnee. In den Alpen teilweise fast einen Meter Schnee, im Erzgebirge und im Bayerischen Wald teilweise bis zu 30, 40 Zentimeter Schnee, aber auch im Schwarzwald bis zu 50 Zentimeter. Das GFS-Modell berechnet auch hier in den Alpen sehr, sehr viel Schnee, aber auch in den Mittelgebirgen wie dem Bayerischen Wald, dem Erzgebirge, dem Sauerland und der Eifel teilweise bis zu 40 Zentimeter Schnee. Aber auch weiter drunter berechnet dieses Modell hier und da mal etwas Schnee, müssen wir aber noch abwarten. Jetzt blicken wir noch mal kurz ein bisschen weiter auf die Tiefstemperaturen, die vom 21. auf den 22.04. gemessen werden würden. Nach jetzigem Stand, und da gäbe es dann doch ja, teilweise minus 12 Grad, die hier berechnet werden in den Alpen, minus 11, minus 12 Grad. Aber auch die gesamte Osthälfte von Deutschland würde dann doch relativ kühle Temperaturen abbekommen, mit teilweise bis zu minus 5, minus 6 Grad. Schauen wir dann auf den 22. auf den 23.04. auch hier im Osten Temperaturen oder Tiefstemperaturen, die dann meist bei minus 2 bis minus 5 Grad liegen würden, in den Alpen maximal noch minus 9 Grad, die hier aktuell so berechnet werden und entlang des Rheins hätten wir dann doch leichte Plusgrade, die dann aber ja auch für Bodenfrost sorgen könnten. Also viel wird da nicht mehr passieren und dazu bleibt es noch relativ trocken. Das war's mit diesem Update. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind 1383 Abonnenten. Alle mal like und abonnieren, damit wir bald noch die 1400 knacken. Das wird mich unfassbar weiterbringen. Und vielen Dank. Ciao.